Moin moin, wir sind in Saalfeld, haben hier gepennt und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Rudolstadt. Mit dabei ist Sören und Felix. Hoi. Joshua. Moin. Und ich. Und ich. Was ist der Plan? Der Plan ist, jetzt erstmal noch Zeit abzuschlagen. Danach beginnt die Logistik und der Spaß. Cedric und Joshua werden an unserer Startstelle rausgelassen. Die dürfen die Kanus aufbauen und das ganze Gepäck verstauen. Felix und ich bringen das Auto zu unserem Endstelle, fahren dann mit dem Zug für eine halbe Stunde wieder zurück. Und dann geht's los. Can we just take a drive into the past tonight and we can live like we were kids? Go down to Savannah at the rocks and the tide and we can play just like we did. Cause I promise I've always been in love with you and you're the best I'll ever have. And you're not the only with a broken heart and I just wish that we'd go back. And yet. Heimschwein erzählen, Alter. So, nächster Versuch. Okay. Do you still fight with your brother? Have you made your peace with me? I'm glad you're happy with another. But did you save some space for me? Is it wrong for me to blur the lines of you and reality? Can you stop me if it's stupid? Cause I'm known to be naive. Can we just take a drive into the past tonight and we can live like we were kids? Go down to Savannah, the rocks and the tide, and we can play just like we did. Cause I'm proud of you. Oh ja, da ist ein Loch, glaub ich. Den kipp's mal so ein bisschen zu euch anhang. Ja, nee, ich kam dann von hinten rein. Mein Po weiß das. Meine auch. Wir haben vielleicht ein Loch im Boot. Ah, es ist echt unangenehm, glaub ich. Tag 2. Zwei nasse Hosen. Easy. Aber wir sind jetzt gerade erst gestartet, ne? Ja. Aber Verdacht auf Loch ist gut, wenn es nicht ist. Ja, also wir haben kein Loch gefunden bis jetzt. Das ist gut. Nichts kaputt. Yes! Es kann weitergehen. Ahu! Jo, also hier vorne ist jetzt gleich ein Berg. Und dort wollen wir Pause machen. Aber wir müssen wahrscheinlich deutlich schneller sein den Rest des Tages. Und wir haben es jetzt ungefähr, wie spät haben wir es vielleicht? 13:45 Uhr? Irgend sowas? Also die Situation ist folgende. Das kleine Boot ist vollkommen untauglich, um auf dem Fluss zu fahren. Wir haben schon eine Finne abgeschrotet. Wir sind einmal fast gesunken. Wir saßen die ganze Zeit im Nassen. Und wir haben uns selbst Wasser drüber geschaufelt. Permanent. Außerdem sind wir zweimal fast gekentert. Weswegen wir jetzt uns aufteilen. Die beiden Jungs fahren mit dem großen Kanu weiter. Wir packen alles zusammen, gehen zum Auto und treffen uns dann am Übernachtungsbuffet. Das ist der Plan. Oh. So she only says goodnight when she goes. She stops to look behind and I'll sing. Oh, she sleeps with one eye closed. So she can tell when she's alone. Oh no, if summer comes and goes, but I'll sing. Ooh.
Seitlich sollte man nicht kommen. Oh, she's the sunset in the west. Moin! Hi! Also. Ihr seid flotter als gedacht. Ja, oder? Ihr seid mega gut. Das ist wahrscheinlich alles Wildcat, ne? Das ist unsere Nachtlage, wir haben es geschafft für heute. Das ist der Spot. Sieht schon episch aus. Und hier, wir dürfen sogar Feuer machen. Ich glaube, das müssen wir machen. Oh, she promises to write. I know it's harder if she tries. So I have grown. Oh, this is doing this. To tell myself a lie and I will sing. Time is slow. Jetzt gibt's Essen. Ja. So essen. Spaghetti Carbonara. Italiano. Also ich bin heute Morgen Drohne geflogen, was eine unglaublich gute Idee war, weil ich bin gecrashed und ich habe dieses Ding kaputt gemacht und hier unten ist auch noch irgendwas Schrott. GoPro-Halterung, genau, und die Antenne, die hat es hier leider vom Arm gelöst. Hm. Aber so ist es. Mies nur gelaufen. Tja, und bei meinem habe ich auch was verloren, aber das ist nicht so wichtig. Feuer. In all for you, I will never sink again. In all, I will never sink again. In all for you, I will never sink again. In all for you, I will never sink again. Jo, was gibt's heute? Show me. Zwei Sorten. Einmal Schokodinkel sowie Früchteporridge. Nice. First try. Ist schon mal gut, dass es warm ist. Ja. Wisst ihr, wie das an eurem Magen zu klebt? Ich würde sagen, wir machen hier wirklich nicht alles rein. Vielleicht machen wir das ein bisschen, dass es nicht ganz so, so wird. Drin? Ich denke, das tut mega. Also Schoko riecht auch. Ne? Das ist super, so wie es aussieht. Schmeckt das? Nach nichts. So stelle ich mir Vogelfutter vor. Aber warmes Vogelfutter. Den Luxus, den Vögel nie haben werden. Genau. Wenn alle Stricke reißen. Da theoretisch. Also wir müssen jetzt erstmal eine Strecke raussuchen. Dann müssen wir uns auf einen Endpunkt einigen. Ja. Und dann sammeln wir euch wieder ein am Endpunkt. Dann würde ich machen wir hier Burger, das ist definitiv da, wenn wir rankommen. Ja. Also hier kommen wir. Ja, klar.
It's a wrap. Wir holen das Boot jetzt raus. Interessante Stellen auf jeden Fall. Ja, ist sie. Ah, die habe ich bestimmt. Wo ich mein Zeug rausgeholt habe.